MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo YouTube, hier ist immer euer THC mit Toastbrot an die Wand. Ja, heute habe ich ein hübsches Gameplay für euch. Ja, wieder mal Call of Duty Black Ops 2. Hab leider nichts anderes gefunden außer Nuketown. Ich wollte euch eine andere Karte gezeigt haben, aber das Game wollte wohl nicht so ganz. Und da es wieder Double XP Noob Weekend ist und ich natürlich mitziehe, weil ich auch so ein Noob bin. Nein, Spaß natürlich. Habe ich natürlich da mitgemacht und gesagt, okay, dann gucke ich aber mal, wenn ich schon Nuketown mache und eben so ein Wiederholungs-, also eben, das ist ja ein Only Nuketown ist, will ich doch gucken, dass ich ein sehr gutes Gameplay für euch da herauspicke, extra dieses Gameplay für dieses Video erspielt. Ja, der Anfang ist, läuft ein bisschen schräg, paar mal drauf gegangen, ganz komisch momentan. Ich muss sagen, die haben ja wieder irgendein Patch rausgeballert, womit sie wieder irgendwelche beknackten, beschissenen Balancing da wieder verändert haben. Hat mich gar nicht gefreut, also da haben sie einige Waffen so umgemodelt. Also die AN ist ja noch stärker geworden und die SKH. Mit der SKH bin ich jetzt sogar ins Prestige gegangen, also bin ich jetzt auch Prestige gegangen. Die habe ich auch dann eben, die SKH habe ich eben damit ins Prestige genommen und habe sie dann auch eben für auf Ewigkeit freigeschaltet, ja. Ne? Ja, mit dabei eben war, glaube ich, schnelles Rumlatschen, dann eben Fingerfertigkeiten, ihr könnt meine Handbewegung gerade gar nicht sehen, eben dann Gewandtheit eben, dass ich dann noch, also Zähigkeit und Gewandtheit, ja, das übliche und die Vector natürlich, hat natürlich Laserpointer, dann schnelles Reloading und natürlich auch das Red Dot drauf und natürlich auch die neue Tarnfarbe Paladin, ui, fand ich natürlich ziemlich awesome, am 28. also beziehungsweise gestern kam da ja, zwei neue raus. Einmal war es ja dieses Dings da, Tron-Style, und das andere war Paladin. Und Paladin wusste nicht, dass Tron kommt und hatte irgendwie nicht mehr so viel Knete, mein Steam-Guthaben. Und hab dann eben, ja, nur den Paladin gekauft und dann gesagt, ach scheiße, wollte ich doch eigentlich zuerst dieses Tron-Dinge. Ich habe ja nicht gewusst gehabt, dass das ja auch noch leuchtet eben. Muss aber ganz ehrlich sagen, das Tron-Dinge finde ich scheiße. Also ich finde es absolut scheiße. Ich bin ja voll happy mit dem Paladin hier. Also das Paladin-Design hier von da, das finde ich absolut total geil. Ja, das fand ich jetzt wirklich cooler. Kriegt ja auch so ein Ding, das sieht man jetzt gerade links ja, diesen Paladin, da regnet es und so. Ich habe ein neues Emblem, das denke ich mal, werde ich auch dann auf YouTube machen, weil ich finde es ziemlich cool und ja, muss mal schauen. Aber eigentlich ist es jetzt hier vom Gameplay her also als Erklärung gewesen. Ihr könnt es euch ja anschauen, ist ein recht cooler Anfang, also gegen später auch wird es ziemlich heftig da. Ich glaube am Schluss waren es irgendwie 70 zu irgendwas, keine Ahnung mehr. Ja, eigentlich geht es ja heute eigentlich wieder auch mal um einen ja, Kanal-Info-Video. Das verknüpfe ich dann auch natürlich direkt wieder mal mit einem Abonnenten-Spezial-Video. Also an sich tue ich alles in einen Korb reinpacken. Erstens einmal danke an die Abonnenten. Das sind heute 404. Gestern habe ich es in meine Liste. Ja, kennt ihr diese, meine imaginäre Liste, beziehungsweise die auf YouTube, die Liste über uns, könnt ihr mal klicken. Da könnt ihr ja nachschauen, wie viele Abonnenten ich zu welchem Zeitpunkt bekommen habe. Das ist ziemlich lustig. Ich kriege das irgendwie so hin zwischen so 2 bis 3 Monaten irgendwie so um die 100 Abonnenten irgendwie dazu zu bekommen. Ich war ja am Anfang, war ich ziemlich pingelig. Da wollte ich unbedingt, ja, 150 auf 180, ja, sind 30 Abonnenten, das geht viel schneller und so. Und jetzt haben wir ja vorgenommen, eben mal ja immer so auf 100 Stückweise so mal zu steigern, weil das kriege ich ja eben hin. Ich meine mal 404 eben und kriegt ja immer wieder täglich neue Abonnenten auch und sehr viele positive Rückmeldungen und auch eben sind wir ja an sich bei 270.000 Videoaufrufen. Das ist schon eine ganze Menge und daher bin ich da jetzt bei diesen 109 Abonnenten geblieben. Und bin da auch ganz happy drüber, weil es so wirklich Fun macht, ist wirklich cool eben mit euch. Ich finde es auch cool, dass da sehr viele auch Kommentare schreiben und auch eben ihre Meinung dazu sagen. Ja, momentan, ich muss jetzt fürs Erste nochmal kurz entschuldigen, eben wegen nochmal den Let's Plays jetzt, also das ist ja Tomb Raider und auch das Bioshock. Es ist jetzt momentan einfach so, ich lade es ja wirklich immer wieder hoch, es kam in einer Woche oder so gar nichts. Ich habe wirklich fucking viel eben, ich hatte bei uns jetzt einen überbetrieblichen Kurs bei mir in der Ausbildung.
Und da muss ich ja alles mögliche ausdrucken, mitbringen, Ordner rumschleppen, alles. Dann eine Arbeit und so, der ganzen Krimskrams. Aber ab morgen, also den Sonntag, 30.06. habe ich dann Urlaub und tut dann wieder mal alles wieder nachschieben und euch das wieder freischalten. Da habe ich dann wieder Zeit, da wird dann wieder Neues kommen. Da kommen auch noch von anderen Sachen noch Sachen, von anderen Spielen eben noch. Wahrscheinlich auch noch einige Call of Duty Commentaries, aber ich wollte noch zu Neverwinter auch noch was machen. Ja, zu sowas eben. Und falls ihr auch noch zu irgendwelchen Gameplays oder so einen Wunsch habt oder so, vielleicht möchtet ihr gerade irgendwas sehen, ja, dann könnt ihr es dann raushauen und in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht wollt ihr auch noch ein paar Glückwünsche sagen oder ja, was habt ihr noch sonst? Irgendwelche Fragen? Ja, da eben, ja, das war eben momentan ein bisschen blöd eben. Ich wollte es eben mal wieder hochladen und so. Ich habe jetzt noch irgendeinen Tomb Raider Park, glaube ich, hochgeladen. Ja. Was ich eigentlich noch in der Sache haben wollte, ist eben bei 404 Abonnenten, da sind ja bestimmt ein paar oder einige, wo ja eben auch diese Let's Plays anschauen, das weiß ich ja nicht. Es gibt ja, also die Zahlen sagen ja nicht, dass es nur 404 anschauen, sondern sich eben auch weniger. Verlangt ja auch keiner. Ich meine, es ist gut, es abonniert mich ja nicht jeder, weil ich jetzt Let's Plays mache. Ich mache ja auch Tutorial-Videos zu World of Warcraft, Planet Side 2 und natürlich auch andere Videos und alles. Tutorials eben so Krimskrams. Aus dem Grund, ne, eben. Aber ich wollte dann trotzdem mal an der Stelle doch mal selber gefragt haben, wie bei den Dingen, die ihr jetzt schaut, also ist die, die jetzt Let's Play schauen, können gerne jetzt auch schreiben, wie sie die Let's Plays empfinden, wie sie bis jetzt empfinden, wie finden sie das Bioshock Let's Play, das Tomb Raider Let's Play, wie hat es bis jetzt gefallen, fehlt da der Pep oder ist da der Pep da und so. Das war ist so, was ich jetzt mal ganz gerne nachfragen möchte von den Leuten und von den Leuten, die gerne auch meine Tutorials anschauen oder auch allgemein die anderen Videos, Gameplay-Videos und alles, meine Kommentierten, wie das ist jetzt auch so ein Commentary-Video, ne? Wollt ihr mal euren Senf dazugeben, ne? Scharf oder mild, wie ihr wollt, aber ohne Vaseline. Das würde mich mal persönlich ziemlich interessieren, eben wie der Stand der Dinge ist. Ich bin momentan sehr optimistisch eben bei meinem YouTube-Kanal. Ich finde zwar immer noch, dass ich gern zum alten YouTube-Kanal zurückkehren möchte, bereue es dann schon ein bisschen den neuen, gebe ja ganz ehrlich zu, damit ich es auch mal gesagt habe. Ich finde ihn nicht so doll. Ich bin aus der Meinung zu diesem neuen YouTube-Kanal gewechselt. Also Design reden wir jetzt. Wir reden jetzt vom Design, nicht von irgendeinem neuen Kanal. Ich bin da eben rübergegangen, beziehungsweise diesen Style übernommen, in der Hoffnung, dass dieser eben schneller aufgerufen wird, weil YouTube zeigt ja an, ja, neue Kanäle, die mit diesem Design erstellt worden sind, pipapo, werden ja angezeigt. Das steht ja dann da. Wenn man sich kurz bevor man den erstellt, also kann man sich auch ein paar vorher anschauen, habe ich eben auch die Hoffnung gehabt, dass es eben mehr verbreitet wird, dass da mehr gesehen wird und alles, aber das ist ja eben jetzt nicht so wirklich der Fall. Es ist ja meistens eben, dass die Leute die Videos finden und andere Videos eben, ich verknüpfe ja auch die Videos, ich meine, einige Videos wie von DayZ Installation sind ja bei GameStar ja auch verknüpft und so, da werden ja auch Leute finden mich dort und so. Und daher weiß ich nicht wirklich genau. Es wäre natürlich auch cool zu wissen, ob ihr den Kanal einfach durch das gefunden habt oder wirklich durch ein Video oder durch eine Empfehlung eines Freundes oder so. Das kann ja sein. Das wäre natürlich ziemlich cool zu wissen. Ansonsten, was gibt es noch viel zu erzählen? Ich habe mir jetzt für die PlayStation 3, meiner PlayStation 3, noch The Last of Us geholt. Ihr kennt ja das neue Spiel. Ich bin da zwar so lala, aber an der Stelle, weil vielleicht will jemand irgendwie mal so ein Gameplay davon sehen, dass ich es anspiele mal, so eine Stunde Mitte, ne, Last of Us und so. Wenn da das Interesse da ist oder zu einem anderen Spiel, könnt ihr es gerne mal in die Comments reinposten oder auch PN machen. Sowas. Ansonsten, was habe ich mir noch neu zugelegt? Ich habe jetzt den Showdown-Effekt, habe mir noch all mögliche DLCs zum Magicka geholt. Dann habe ich noch Deadpool gekauft. Vielleicht kennt ihr das. Ich muss einfach sagen, wenn ihr Deadpool spielt, dann habt ihr mich fast im Real Life, weil ich bin genauso derbe drauf. Ich spreche mit mir selber, ich habe auch paradoxe Sachen und irgendwie will ich auch irgendwie jeden umbringen. Und ich laufe auch in so roten Kleidern rum. Nein, das schon nicht. Ich finde es ein cooles Spiel, macht mir Spaß. Und ja, wenn das jemand mal noch nicht weiß, ob er das spielen soll, kann er natürlich auch ein Testvideo dazu machen. Ja, wie gesagt. Dann ja natürlich. Wie gesagt, ich habe ja morgen Urlaub, da wird es dann eben wieder mal neue Parts vom Bioshock geben. Das war jetzt cool, eine Sekunde länger und ich wäre explodiert und wäre vorbei gewesen. Hätten wir vielleicht
nochmal 3 Minuten länger zocken müssen. Ah, ich habe die Sache gerettet. Das ist ein lustiges... Gut, was ist das hier? Ah ja, genau, da unten stehe ich auf der King der Erde und ich schieße den anderen da an. Ich schieße den an, der Depp stirbt, der tötet den und nicht. Toll, ne? Hat er wieder mal nichts hier gebracht, ne? Wo war ich? Ah ja, genau, eben. Da wird es ja eben wieder die Let's Plays geben. Und natürlich auch wieder von Minecraft. Da habe ich auch gemerkt, hey, da ist ja schon lange nichts mehr so hier laufen, ne, Jung? Da habe ich dann gedacht, habe ich dann wieder gedacht, okay, da mache ich dann wieder mal. Tue ich dann wieder mal, wenn ich jetzt Urlaub habe, da wieder was hochladen, um euch wieder was Neues zum Anschauen zu geben, um euch zu unterhalten. Ja, ansonsten fällt mir gerade gar nichts mehr ein, was ich erzählen soll. Es gibt ja immer wieder so viel, wie gesagt eben, ich sage immer, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst was habt, dann könnt ihr sie ja eben reinschreiben, weil ich wusste gerade gar nicht, was ich sagen soll, so richtig gar nicht. Ja, eben, ich habe ja auch die E3 verfolgt, das war mit der Xbox sehen, dass sie so zurückschraufeln, war auch klar. Ich wollte auch ein E3-Video habe ich gemacht, aber YouTube hat das weltweit mein Video gesperrt, als ob ich so ein Terrorist wäre von einer Terrororganisation, wird mein Video weltweit gesperrt, ey. Ich gucke mal, ob ich es nochmal Leute hochladen kann, dann könnt ihr es nochmal angucken. Ja, ob das dann freigeschaltet wird, das sehen wir denn. Ich würde dann in der nächsten Zeit, lade ich dann nochmal hoch. Ich habe über alle Spiele, die so mal angekündigt worden sind, ja, auf der E3 so angekündigt worden sind, habe ich da mal berichtet. Beziehungsweise so meinen Senf dazu gegeben. Ja. Mhm. Wisst ihr, dieser Skin von der Waffe, der erinnert mich an Halo 4. Einfach, dass ich es mal gesagt habe. Ja. Ja, Leute, das war für euer TC. Danke für das Abonnieren. 404 Leute, nice. Wir bringen es noch weiter und wir sehen uns wieder auf meinem Kanal.